Servus Leute. Ja, für die Neuen, die Alten wissen das eh alle. Selle Stangen, gell? Hörst du das, wie die klingen? Die aufrecht gestanden haben. Irgendwo. Duren, weißt man das? Duren. Das haben die Stangen zum Feuerholz machen. Die kann ich schneiden, die brennen perfekt. Rachen nicht so gewaltig, ein bisschen rachen sie alle, aber nicht so wahnsinnig, aber brennen gut. Brennen perfekt. Ja. Wenn sie am Boden liegen, und auch jetzt, wenn ich vorbeigehe und denke mir, die haben drucken. Nein, Leute, sie haben nicht drucken. Die haben voll gesoffen. Die liegen schon jahrelang da. Die haben für die Fisch. Nur stehende schneidet stehende Duren um und nehmt die. Und zwar nicht oben an der Spitze, sondern unten. Ja. So einen Meter über den Grund, wo sie noch Wurzeln, wo sie noch in die Wurzeln inne haben. So ungefähr von da herum weg bis einen Meter zur Spitze auf. Weil die Spitze saugt natürlich auch, aber extra viel weiter wie ein Meter haben sie nie feucht. In der Regel haben die trocken. Ja. Und wenn, dann ist nur, auch wenn es regnet, dann ist nur die äußere Schicht nass, aber drinnen haben sie trocken. Und das muss einfach so klingen, Leute. Ja. Das klingt einfach so. Hört ihr das? Und federleicht. Das ist eine Stange zum Beispiel, die habe ich gerade angerissen jetzt da. Ja. Die Spreeseil drucken. Der steht aber in einem feuchten, dunklen Wald. Ja. Das perfekte Unzintholz. Ja. Und das sind die perfekten Stämme für den Hobo. Ja. Seht ihr da, schau. So die Stärke. Seht ihr das? Diese Stärke. Ja. Ja. Ein Daumen breit. Ja. Ungefähr. Ja, und da Dreie nebeneinander einsetzen, dazwischen auch und hinten, ihr wisst eh, wie das geht, so wie eine Holzfällerfackel im Prinzip, gell? Nur im Hobo drinnen und 3 cm, 2 cm unterm Rand des Hobos müssen sie aufhören, ja, und das sind sie perfekt, gell? Also, kleiner Quickie, nur einmal für die Neulinge und denk, das Holz ist sehr, sehr wichtig und da gibt es 1000 Themen, wo man drüber reden kann. Holz, ich liebe das. Hört das Geräusch? Das tut heulen. Und schwingen tut das. Ja, das schwingt. Ja, und wenn es schwingt, das ist Druck. Ja, kleiner Quickie, bleib sauber, bleib gesund. Liegt es niemand nur. In den Wald auch nicht umliegen. Und denk selber schon gar nicht. Denk an die, die servus.